Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten waren eigentlich alles andere als überraschend ausgefallen, mit über 20 Millionen Menschen, die ihren Job verloren haben. Aber das Problem an diesen US-Arbeitsmarktdaten, die einmal in der Woche am Freitag kommen, die Non-Farm Payrolls, wie sie auch genannt werden, ist, dass sie ziemlich ungenau sind, was die Zahl betrifft. Man sieht dann immer wieder große Revisionen, die dann am nächsten Monat passieren. Und es ist davon auszugehen, dass wir wahrscheinlich ein paar Millionen mehr Jobs verloren haben oder vielleicht sogar auch weniger verloren haben. Das werden wir sehen. Aber eines haben diese US-Arbeitsmarktdaten heute sehr gut gezeigt, nämlich wer die großen Verlierer dieser Corona-Krise sind. Und das wollen wir uns im Detail jetzt mal anschauen. Zunächst mal zu den Zahlen mit 20,1 paar hunderttausend noch dazu, 20 Millionen und 700.000, soweit ich das erinnere jetzt. Das ist der größte Jobverlust oder der größte Verlust an Jobs in einem Monat in der amerikanischen Geschichte. Und die Arbeitslosenquote raufgeschossen auf 14,7%. Wir werden gleich sehen, dass das wahrscheinlich faktisch viel höher ist. 14,7% ist gleichwohl der zweithöchste Wert in der amerikanischen Geschichte, nur einmal im Jahr 1933. Also im Gefolge der Weltwirtschaftskrise war es noch höher. Wir sehen auch die sogenannte Labor Force Participation Rate. Das ist also der Teil derjenigen, die überhaupt sich noch um Arbeit bemühen bei den amerikanischen Arbeitstätigen oder Arbeitswilligen, und da sehen wir, das ist auf 60% gefallen, geht also weiter deutlich nach unten. Viele haben da also gar keine Hoffnung und suchen nicht nach Jobs. Und was überraschend ist, dass die Stundenlöhne massiv gestiegen sind, fast 8% zum Vorjahresmonat. Und das deutet darauf hin, dass es da auch Gewinner der Corona-Krise gibt, nämlich diejenigen, die als offenkundig in irgendeiner Form systemrelevant gelten, die als besonders talentiert gelten, in welcher Hinsicht auch immer, jedenfalls konnten die offenkundig deutliche Lohnsteigerungen durchsetzen. Aber wir haben jetzt eine riesige Ziffer an Menschen, die sozusagen angeblich nur temporarily außer Arbeit sind, also praktisch vorübergehend außer Arbeit oder jenseits von Arbeit oder arbeitslos, nämlich 18 Millionen. Die Statistiker in den USA sagen also, von diesen 20 Millionen werden 18 Millionen wieder ziemlich zackig zurückkehren auf ihren Arbeitsplatz. Und das ist die große Frage, ob das passiert. Wenn wir uns mal hier unten die Branchen anschauen, die besonders betroffen sind, dann sehen wir Leisure, also Freizeit, Freizeitparks zum Beispiel, oder Hospitality, also Gastronomie im weitesten Sinne. Über 7 Millionen Jobs sind da verloren gegangen. Healthcare und Social Assistance 2 Millionen, Professional und Business Services auch 2 Millionen. Das sind so die größten Kategorien. Aber es ist so, dass diese Arbeitslosenquote mit 14,7% ein ziemlicher Witz ist, denn es sind viel mehr Leute nicht bei der Arbeit erschienen oder arbeiten nicht, und die werden kategorisiert unter Other Reasons. Die sind also aus anderen Gründen nicht erschienen, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man diese Menschen mitzählen würde, die aus anderen Gründen nicht zur Arbeit erschienen sind, dann wäre die Arbeitslosenquote 5% höher. Wir hätten dann also jetzt schon eine Arbeitslosenquote von 20%, und das wäre das Höchste, was in der amerikanischen Geschichte jemals passiert ist. Hier sehen wir nochmal die Hauptopfer in den verschiedenen Sektoren, Food Services and Drinking Places. Da sind so viele Arbeitsplätze vernichtet worden, wie seit den frühen 90er Jahren hinzugekommen sind, und das war ja der Jobmotor immer gewesen, so diese Gastrojobs, Teilzeitjobs sind das meistens, da wird ein paar Stunden gekellnert in der Woche, das gilt dann auch in den Arbeitsmarktdaten als Job sozusagen, als vollgültiger Job. Wir sehen das hier, Arts, Entertainment, also Kunst, Entertainment, Recreation, Restaurierung, dass all diese Dinge besonders betroffen sind, und vor allem hier nochmal Leisure, Hospitality, ich habe das vorhin schon erwähnt. Aber jetzt kommen wir zu einer Bildungskategorisierung. Es zeigt sich nämlich, dass je niedriger der Bildungsstandard ist, desto höher sind jetzt die Menschen von dieser Corona-Krise betroffen durch Arbeitslosigkeit. Und je höher der Bildungsgrad ist, und das passt wieder zu den Löhnen, die wir vorhin gesehen haben, die massiv gestiegen sind, umso geringer ist das Risiko, in der Corona-Krise arbeitslos zu werden. Das ist eine interessante Statistik, und das ist vielleicht das Interessanteste oder das Denkwürdigste an dieser an diesem Arbeitsmarktbericht. Der hat nämlich gezeigt, dass Frauen überproportional darunter leiden unter dieser Corona-Krise, nämlich 55% derjenigen, die hier entlassen wurden, das sind Frauen gewesen. Und man muss sich vorstellen, dass ja nach wie vor wahrscheinlich der Fall ist, auch in den USA, dass insgesamt weniger Frauen arbeiten als Männer.
Das ist nach wie vor der Fall, aber es sind trotzdem mehr Frauen entlassen worden. Und das ist das erste Mal eigentlich, dass wir so etwas sehen in den letzten Rezessionen. Denn in der großen Finanzkrise, also in der Finanzkrise 2008 folgende, wie auch bei Platzen der Dotcom-Blase, und da haben die Frauen als Gruppe nicht wahnsinnig viel gemerkt, sondern konnten teilweise ihren Prozess oder ihren Anteil an der arbeitsfähigen Bevölkerung sogar noch steigern. Und dann das nächste Opfer, das sind die Small Businesses, das sind die kleinen Unternehmen, die hier wahnsinnige Cash-Probleme haben. A, haben wir gesehen, dass die meisten, die entlassen wurden, insgesamt aus kleineren Unternehmen kamen und kommen. Und wir sehen, dass vor allem diese kleinen Unternehmen wenig Cash-Reserven haben. Da haben etwa gut ein Drittel oder ein Drittel der befragten Small Businesses, der Kleinunternehmer, haben gesagt, also entweder habe ich gar kein Cash mehr oder es reicht noch 1 bis 2 Wochen oder 2 bis 4 Wochen. Es sind nur 15%, die sagen, ich kann 6 Monate aushalten. Also hier sehen wir, das ist das große Problem, das ist die Achillesferse letztendlich der amerikanischen Wirtschaft, denn es ist so, dass diese Small Businesses 70% der Jobs schaffen in den USA und 50% des amerikanischen BIPs erwirtschaften. Also das wird für die Amerikaner eine Riesengeschichte, wie sie das hinkriegen wollen, das wieder aufs Gleis zu bringen. Kommen wir zu den Märkten. Und das ist derzeit ja eine leicht andere Geschichte. Wir sehen hier, wie Sven Henrik das zeigt, dass wir immer wieder dieses Muster haben, dass zu Ende des asiatischen Handels die Kurse nach oben gezogen werden. Hier beim Nasdaq zum Beispiel passiert das hauptsächlich an diesen Kursgewinnen, die der Index erreicht hat. Und der Nasdaq ist ja jetzt positiv im Jahr 2020 passiert in der asiatischen Session. Zum Ende des Handels geht es dann wieder runter. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Das ist die Advanced Decline Linie, also der Anteil der Aktien, die steigen, zu den Aktien, die fallen. Wir sehen, das ist am Anfang, wenn die Märkte aufmachen, wenn der Kassamarkt 15:30 deutscher Zeit aufmacht, dann sind viele, viele Gewinner, aber das werden dann im Laufe des Handels und bis zum Schluss dann immer weniger. So zumindest war es in den letzten Tagen. Wenn man sich die Frage stellt, warum steigen eigentlich die Aktienmärkte vor allem an der Wall Street, dann ist diese Grafik nicht uninteressant. Das ist der sogenannte Money Stock oder die Geldmenge M1. Das sind die sogenannten Sichteinlagen plus Bargeldumlauf. Also wir haben eine extreme Ausweitung der Geldmenge M1. Wir haben auch eine Ausweitung der Geldmenge M2. Aber die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt. Deswegen haben wir keine Inflation. Aber wir sehen jetzt, dass die Finanzkonditionen, also das, was sozusagen jetzt durch die Fed letztendlich induziert wurde, so accommodative ist, also so lax ist wie noch nie seit 1998. Das ist ein Grund, warum es nach oben geht. Und wir sehen dann Liquiditätspolster, zum Beispiel bei sogenannten Money Market Assets. Das sind Geldmarktfonds. Die sitzen also auf riesigen Liquiditätsreserven. Die wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle, auf Deutsch gesagt. Und das ist ein Bereich, der auch natürlich stützend wirkt insgesamt für die Märkte. Wir sehen, und das zeigt diese Statistik von Arbra hier sehr, sehr gut. Wir sehen, wie schnell der Umschlag gekommen ist, wie Kapitalströme von Risk-Off in Risk-On hier der Fall sind. Und das Risk-On-Sentiment, ausgedrückt auch in Kapitalströmen, ist noch nie so bullish gewesen, so extrem exaltiert, optimistisch gewesen wie jetzt. Seit dem Jahr 2000 höher und sozusagen enthusiastischer als in der Dotcom-Blase, muss man sich mal vorstellen. Und wir sehen, dass viele amerikanische Anleger vor allem in Gold gegangen sind und in High-Yield-Bonds, also in Junk-Bonds, wenn man so will, in Erwartung, dass die Fed eben das kaufen wird, und Gold eben in der Erwartung, dass die Fed durch die Ausweitung der Geldmenge praktisch dann Inflation früher oder später auslösen wird, während aus Tech interessanterweise Geld abgezogen wurde, nämlich 43 Milliarden Dollar, also gar nicht so wenig, wie eine Umfrage der Bank of America hier gezeigt hat. Anderes Thema nochmal, hier der Handelskrieg. Wir hatten ja jetzt wieder kleine Verspannungen gesehen zwischen den USA und China. Heute Larry Kudlow, der gesagt hat, der auf Bloomberg oder in Bloomberg TV, die Chinesen werden zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie da sozusagen angerichtet haben. Aber sonst haben wir sie natürlich total lieb. Auch Trump hat gesagt, ich habe damals diesen Deal gemacht und jetzt ist irgendwie alles anders durch dieses Coronavirus. Das müsste man neu beurteilen. Aber eins ist klar, die Chinesen haben versprochen, in 2020 fast 200 Milliarden an US-Produkten zu kaufen. Und sie haben gerade mal, nicht mal ganz 20 Milliarden gekauft.
Sie müssen also fast nochmal die zehnfache Menge kaufen und wir haben ja jetzt schon über ein Drittel des Jahres hinter uns. Also da müssen Sie schon ein bisschen zulegen, wenn das noch gelingen soll. Insgesamt kann man sehen, dass die Corona-Neuinfektionen in Frankreich, in Deutschland, in Italien, in Südkorea sowieso, aber auch in Spanien, in Schweden, Schweden etwas weniger, aber in UK und USA, also in den angelsächsischen Ländern, da bleibt das auf sehr hohem Niveau. Es geht so ganz leicht runter, aber es geht nicht in dieser Dimension runter, wie jetzt zum Beispiel in Europa. Und Morgan Stanley sagt, ja, das macht uns echt Sorgen, weil wenn wir jetzt aus dem Lockdown rauskommen, immer mehr aufweichen diesen Lockdown, dann kommen wir von einem Niveau, das viel, viel höher ist mit täglichen Neuinfektionen. Und wenn der Lockdown dann mehr aufgeweicht wird, die Leute mehr Kontakt haben, dann kann das ein riesiges Problem werden. Probleme haben wir allerdings auch in Deutschland, das wollte ich Ihnen noch zeigen, hier die Exporte Deutschlands im März, also nicht im April, der ja komplett unter Lockdown war, sondern der März, nur die zweite Hälfte des März ja unter Lockdown, minus 11,8%. Und heute hat Schäuble, interessant, das gesagt, der ehemalige deutsche Finanzminister, sich berufend auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen EZB-Anleihekäufe. Und er hat gesagt, das wird noch ein richtiges Thema werden. Denn es ist nicht so, dass die Bundesregierung einfach über das Urteil eines Bundesverfassungsgerichts hinweggehen kann. Und jetzt ist nach meiner Auffassung entscheidend, ob Merkel sich hinter dieses Urteil stellt und sagt, ja, das ist nun mal das Bundesverfassungsgericht. Weil die EZB sagt ja, nö, das Bundesverfassungsgericht ist eigentlich nicht für uns zuständig, das ist nur der Europäische Gerichtshof, also praktisch die europäische Rechtsprechung, denn dieser übergeordnet über die Rechtsprechung der einzelnen Länder, das könnte noch ein Punkt werden, der richtig knistrig wird. Schauen wir uns abschließend, bevor ich Sie ins verdiente Wochenende entlasse, meine Damen und Herren, noch die Charts an. Wir sehen hier den S&P 500 2922. Es ging dann rauf mit den US-Arbeitsmarktdaten, weil die Arbeitslosenquote ein bisschen geringer war. Aber wie gesagt, faktisch dürfte die 5% höher sein, nämlich bei 20%. Und ansonsten passiert eben das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass Ende des asiatischen Handels hier die Rampe nach oben kommt. Was macht unser lieber DAX aus diesen Zahlen? Der ist aktuell bei 10.896. Wir sehen Gold aktuell ein bisschen gefallen, weil eben die Märkte sagen, ja, das sind ja wunderbare Zahlen, die die Amerikaner da geliefert haben, 1.710. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das sich ein bisschen freut, 25,13 $, weil es ist ja eine verdammt gute Nachricht, wenn nur 20 Millionen Menschen arbeitslos geworden sind. Ja, das zeigt ja, dass da Wahnsinnspotenzial ist in Sachen Ölnachfrage. Also, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen, dass die Verlierer die Frauen sind, überraschend. Wir sehen, dass es die Small Businesses sind und es sind die weniger Gebildeten. Das ist sozusagen jetzt die Quintessenz, die wir sehen und die in anderen Ländern durchaus ähnlich sein dürfte, also nicht nur in den USA. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag und sage Servus und Ciao.